Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beneschas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge sind wir hier aufgewacht und wir sollen Antea finden. Ich glaube, hierum ging es raus. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, da kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Da können wir nicht raus. Wieso kommen wir hier nicht raus? Wir sollen aber eigentlich in die Richtung. Oder soll ich doch hier hinten runterspringen? Ach so, da unten steht sie. Warum stand sie eben noch nicht da? Mädel? Und ich? Gut. Gehen wir mit dem Seil runter. Das Problem ist. Das Problem ist. Ich glaube, wir können das beseitigen. Gemeinsam. Klar, ich hole nur eben meine Hacke. Vertrau mir einfach. Nein. Jetzt auf einmal ist sie stark genug, oder was? Drücke oder halte RT, um physische Objekte zu zerstören und Gänge frei zu machen. Hast du gespürt, wie ich den Schleier zerrissen habe? Ja, hab ich. Und wir haben es zusammen geschafft. Was habe ich denn gemacht? Mehr als genug. Du hast mir Kraft gegeben. Kannst du das nochmal machen? Verlass dich drauf. Ja, cool. Baby, dann lass uns die ganze Strecke nochmal zurücklaufen von den letzten Folgen. Ich glaube, es waren 15 Folgen oder so. Und dann machen wir alle Türen, wo wir nicht rumgekommen sind, machen wir da nochmal auf. Nein, also ganz so extrem möchte ich es dann doch nicht haben. War eigentlich... Ja, die war aufgeladen, ne? Da oben ist was, was wir einsammeln können. Hier unten auch. Sehr schön. Aber wir kommen nicht nach da oben. Hoch. Also mit halben Sätzen komme ich auch immer aus, aber ich glaube, ihr versteht da nicht immer, was ich eigentlich sagen will. Okay... Sumpfeisen ist das. Ich habe gar nicht drauf geachtet die ganze Zeit. Oh, Moment. Ah, da hinten ist was. Sammel das erstmal. Aber komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Ah ja. Moment. Was ist hier denn? Ist ja gut. Hast du recht. Trotzdem beeindruckend. Doch, ist schon ziemlich beeindruckend. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber es ist cool, dass wir jetzt endlich mal an die Sachen ran können, die uns vorher versperrt waren. Übrigens, wenn ich ein bisschen quietschig klinge, dann tut es mir wirklich leid. Aber bei mir ist es immer noch nicht so... Ich dachte gerade, da steht einer. Bei mir ist es immer noch nicht so hundertprozentig... oder mir ist immer noch nicht so hundertprozentig wegen der Erkältung. Achso, da kann ich runter. Nee, da muss ich nicht hin. Naja, und dementsprechend höre ich mich dann leider auch morgens an. Muss ich jetzt hier ernsthaft oder halt eben auf der anderen Seite runter? Das finde ich doof. Ich meine, dass das blockiert ist, dass man nicht runterfallen kann, finde ich gut. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass man da nicht einfach darunter springen kann, wenn man möchte. Sondern hier. Grüne Christwurz. Okay. Das hört sich aber gar nicht gut an. Mit den Grillen. Merkwürdiger Ort für eine Palisade. Bester Boden. Sumpfige Zugänge. Wie in Bannockburn. 1314, als die Schotten die Engländer schlugen. Ihr habt die Schlacht gewonnen. Aber wer den Krieg? Keine Ahnung. Ist noch nicht vorbei. Warum muss die hier aus der Wand rausgesprungen kommen? Ich wollte die gerade umbringen. Die hat aber auch immer wirklich so diese, wie soll ich das sagen, größere Horroreffekte, als wenn die Gegner kommen, die einen eigentlich Angst machen sollen. Oh, was haben wir hier? Da wissen wir, ach nee, Moment, das konnten wir anschießen, ne? Wie war das? Seelenscherbe, ja, sehr schön. Können wir da eigentlich nicht rechts ran vorbei? Mal so... Ja, natürlich. Drücke RT, wenn Antea aktiv ist, um Spektralexplosion im Kampf zu verwenden.
Halte RT gedrückt, um beim Auslösen mehr Schaden zu verursachen, okay? Verdammt! Mach schnell dein neues Ding! Das würde ich auch gern können. Du müsstest zuerst sterben. Oh, kein Thema. Wenn ich so eine Macht danach hätte, würde ich auch sterben. Ja, cool. Ich schätze allerdings, das brauchen wir jetzt nochmal öfter hier. In dieser Umgebung. Das sieht mir so ein bisschen Resident Evil mäßig aus irgendwie. Da hinten. Schwirren überall Lichter rum. Okay. Das soll aber, glaube ich, hier rum. Also halte ich mich mal ein bisschen an die Richtung, wo ich hin soll. Aschgrauer Wirrling. Gut. Laufen wir jetzt durch die Barrikade durch? Sind wir jetzt schon dahinter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh ja, natürlich. Nimm die Beine in die Hand. Ich hab hier was für dich. Die Toten sind ruhelos und wütend. Etwas beeinflusst sie. Etwas Bitteres. Bittere Medizin? Okay, die Frage ist, da sollen wir ja offenbar rum. Da hinten, oh, da ist noch was zum Einsammeln. Aber da hinten ist, glaube ich, nur der Eingang zu irgendwas markiert, beziehungsweise der Weg zu irgendwas markiert. Also halten wir uns mal lieber hier auf dem Weg, weil das ist so ein Irrgarten hier. Normalerweise bin ich ja immer alles am Erkunden. Das ist das Werk einer Hexe. Könnte das von Sika stammen? Darauf können wir uns nicht verlassen. Sei auf der Hut. Mhm. Bin ich doch immer. Ich sehe hier nur nichts. Ich denke mal, die Viecher, die da hinten rumfliegen, sind böse, oder? Eine Fledermaus hier. Nicht, wenn du durch meine Augen siehst. Oh, cool. Irgendwas stimmt nicht. Der Schleier hier ist dünn. Der Tod allgegenwärtig. Ich warte ja nur darauf, dass die Skelette gleich aufstehen. Wolle. Wolle habe ich bisher noch nicht bekommen. Du magst also keine Krähen. Geflügelte Aasfresser. Warum stets Verzweiflung im Schlepptau? Vielleicht folgen sie ihr bloß. War hier gerade irgendwas? Habe ich nicht grün geleuchtet gerade? Ist auch noch was? Hat die jetzt alles genommen? Hallo? Ja, okay. Sie hat alles genommen. Meine ich zumindest. Etwas ist hier. Ja. Im Verborgenen. Aber wo? Aber ich glaube, das sieht nur er, oder? Nee, das sieht eigentlich nur sie. Aber das Problem ist, wo? Ich bin gerade schon... Ich kann nichts erkennen. Okay. Das war anscheinend der Weg. Sich. Hm. Ich kann so viele Sachen einsammeln. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Es fühlt sich nämlich so an, als ob wir gleich ein Ritual machen müssen. Geister sind ruhelos. Ja, die sehe ich hier überall. Ach, da darf ich gar nicht rüber. Nee. Okay. Das heißt, ich muss hier rum. Los. Lass mich dir den Weg zeigen. Ja, würde ich ja gerne, aber du machst ja nichts. Hallo?
Oder muss ich hier erstmal irgendwie was beschwören? Weil die sind doch so am Leuchten. Leute. Hier hört das Ganze wieder auf. Das verwirrt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Würdest du für mich das Sehen übernehmen, solange ich hier blind herumtappe? Ja, das wäre schön. Also ich meine, das klappt ja auch alles. Aber wieso kann ich hier nichts mit dem Haufen hier machen? Ich kann auch nicht von der anderen Seite rein. Es ist auch nicht so, als ob irgendwie die Taste blockiert wäre oder so. Verdammt. Oh. Ja, wenn man mal alle Tasten ausprobiert, dann heilt man sich natürlich irgendwann. Das war so klar. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, warum das nicht funktioniert. Normalerweise müsste ja hier A kommen. Oder eben, ich müsste hier ein Ziel haben. Aber ich habe hier kein Ziel. Hier laufe ich doch auch wieder zurück, oder nicht? Was ist das? Okay, hier kann er auf jeden Fall was sehen. Das ist schon mal positiv. Aber es hilft mir bei meinem Problemchen immer noch nicht, oder? Oder kann ich jetzt was machen, jetzt wo der Fluch quasi gebrochen ist? Bin mir nicht sicher. Hier ist auch noch was. Schätzelein, sag mir, du kannst hier irgendwas machen. Ah, okay. Siehst du die Leiche da? Ich könnte ein Ritual durchführen. Mach das, auch wenn ich nicht genau weiß, ob das so gut ist. Ach so, was sollen wir denn überhaupt machen? Manifestierung? Das war Haken nochmal. Echo enthüllen. Nee, wir wollen Echo enthüllen. Nehme ich an. Das Ritual habe ich ziemlich versaut. Was möchtest du denn für ein Ritual haben? Ich hätte mir jetzt gerne ein Echo angeguckt, aber... Lasst euch sehen! Alter, ernsthaft? Dein Ernst? Oh ja. Ja.
Ich bin bereit. Ja, aber du kannst nicht so gut kämpfen. Das ist das Problem. So. Und ich nicht mehr schießen. Alter, wie schnell ist der bitte? Also einzige Chance ist, dass ich nach dem Schlag schieße. Ansonsten klappt das nicht. Komm, komm. Komm. Das ist echt die einzige Chance gerade. Dass er natürlich jetzt einen Doppelschlag machen würde, das habe ich nicht gedacht. Na? 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 Ja, komm. Steh nicht so dumm rum. Ich bin immer noch hier. Ja, aber du wolltest ja nicht wechseln. Oh Gott. Hallo. Ja, bloß nicht austauschen. Ausweichen, das wollte ich eigentlich sagen. Ich dir helfen. Nein. Elite besiegt. Macht erhöht. Plus 1 auf alle Attribute. Oh mein Gott. Oh, ich will wieder zurück. Ich will nicht mehr. Okay. Puh. Die Frage ist, müssen wir jetzt zurück oder müssen wir... Da hinten war Sackgasse, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo kamen wir jetzt her. Wir kamen von hier, ne? Ich denke mal, dass das Gebiet jetzt frei ist. Dass wir jetzt überall hingehen können, oder? Oder ist hier hinten immer noch... Weil wir haben doch hier diesen Nebel sozusagen weggemacht. Aus dem Totenreich. Ein Luftzug? Aber nicht hier, oder? Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Da können wir drüber gehen. Hallöchen. Hier soll etwas in der Nähe sein. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Da kam ich doch gerade her. Nee, hätte ich jetzt einfach nur... Ja, geil. Oh. Okay. Aber da habe ich gerade noch was blinken sehen. Da gehen wir auch mal kurz hin. Ja, wird das schon nicht mehr brauchen, die Wolle.
Aber hier soll irgendwo was sein. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Ah, Moment. Pfeile. Eingeborene? Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Pfeile. Eingeborene? Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Wirst du mit dem Tor fertig? Vergiss es. Das werde ich nie hinkriegen. Dann müssen wir was anderes finden. Da ist ja auch nichts zum Hinkriegen. Da ist ja gar nichts Grünes. Jetzt müssen wir uns auch noch einen anderen Weg suchen. Kann man das? Ja, kann man. Ist gut, ist gut. Einmal schlagen reicht. Na? Okay. Da haben wir. Was haben wir? Was haben wir? Sumpfeisen, 8 realen Stück. Was auch immer das sein soll. Achso. Ein Unterschlupf, wenn du dich an einem Feuer aufwärmen willst. Ja! Ja, wir wollen! Wir wollen! Aber ich sammle erstmal hier alles ein. Von innen verschlossen. Mhm. Das machen wir schon mal auf. Könnte das eine Schatzkarte sein? Sieht zumindest so aus. Nicht jede Karte führt zu einem Schatz. Ja, aber diese vielleicht schon. Na gut. Suchen wir nach diesem Schatz, der uns unweigerlich erwartet. Oder der Tod. Aber ich meine, der ist ja allgegenwärtig, ne? Die ist ja immer bei mir. Karte. Wird das denn hier markiert auf der Karte? Also mit so einem Schatzsymbol oder so? Nee, natürlich nicht, ne? Zerstörbare Wand. Geißel abgeschlossen. Elite, abgeschlossen. Das sind Orientierungspunkte. Nee, aber die Schatzkarte in Anführungszeichen habe ich jetzt so nicht gesehen. Na gut, schade. Schade, schade. Aber wir setzen uns erstmal ans Lagerfeuer. Nebenbei bemerkt, ich verstehe immer noch nicht, wie man so ein Lagerfeuer mitten in einer Holzhütte machen kann, aber ich lasse es jetzt mal einfach so stehen. Haben wir hier irgendwas? Ich glaube, 5 Updates verfügbar. Ach du Schande, okay. Erfolgreich ausweicht, verursacht der nächste Schlagangriff mehr Schaden. Was haben wir denn alles dabei? Spektralstaub und Elite-Juwel. Und hier sind andere Sachen. Okay, die Frage ist jetzt, wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, werden Geisterpunkte wiederhergestellt? Leidet 5% weniger Schaden. Ja, das müssen wir auf jeden Fall... Doch, doch. Also da bleiben wir bei. So. Die Sachen, die anderen Sachen haben sich, glaube ich, jetzt verändert, aber das ist immer noch bei 5% weniger Schaden geblieben. Schade. Aufrüsten verfügbar. Oh, ich erleide auch 5% weniger Schaden, sehe ich gerade. Aufrüsten. Zack. Ach so, dann wird mehr Wiederherstellung, mehr Gesundheit wiederhergestellt, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt gerade. Dann der Bannring. Verbannungsschaden und da oben das Armband. Nahkampf-Spektralschaden. Ja. Resistenz. Resistenz ist auf jeden Fall noch wichtig. Die müssen wir machen. Die wird dann ein bisschen höher gehen. Ich habe so viel Leder mittlerweile gesammelt. Das ist heftig. Es ist mir noch nicht aufgefallen, aber es ist heftig. Okay, Verbannungsschaden. Verbannungsschaden, ja, irgendwie spiele ich da nie mit, weil ich es immer wieder vergesse. Aber
Der ist wichtig. Wobei Geißelanlagerung. Was ist mit dem Armband? Achso, das war das Elite-Juwel. Ja, da müssten wir theoretischerweise beides machen können. In dem Fall war es jetzt sogar sehr gut, dass wir so viele Sachen erhalten haben. Aber ich hatte gleichzeitig auch wieder recht. Es kam ein größerer Gegner. Jetzt weiß ich aber auch, warum der so schwer zu besiegen war, weil das war ein Elite-Gegner. So, habe ich im Kampf ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Warum haben wir eigentlich immer nur 4 Aufrüstungen? Ich meine, gut, das ist gut, dass mehr hergestellt wird im Notfall, aber ja, wir haben halt trotzdem nur 4. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor die Folge dann doch noch zu lange wird. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass danach dann eventuell noch was kommen würde. Also es hat ja gut angefangen und da sind doch ziemlich viele Cutscenen und alles drin gewesen. Im Moment ist das so ein bisschen leerer irgendwie. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Weil ich würde halt schon gerne wieder neue Quests erhalten und neue Dialoge bekommen und so weiter. Das soll ja das Spiel doch sehr stark ausmachen. Und ja, ich bin mal gespannt, was da noch vor uns liegt. Den Elite-Gegner hier haben wir auf jeden Fall erstmal besiegt. Und was dann noch vor uns liegt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.